Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute, wie versprochen, um das Video bezüglich des Tonabnehmers oder ja, auch des Preamps hier in der Gibson J185EC. Es geht nämlich um das Fishman Aura Pro Preamp Pickup System. Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, dass es jetzt hier der dritte Versuch ist, das Video aufzunehmen. Beim ersten Mal habe ich es unfassbar kompliziert erklärt. Beim zweiten Mal hatte ich Technikprobleme hier gehabt. Und jetzt ist es Versuch Nummer 3. Ich hoffe, dass ich nochmal alles zusammenkriege und dass ich das möglichst einfach erklärt kriege. Weil ich will ja auch, dass ihr am Ende des Tages was gelernt habt. Ne? Ich möchte ja nicht, dass ihr mit mehr Fragezeichen hier rausgeht, als ihr reingekommen seid. Von daher starten wir jetzt einfach. Das Tonabnehmersystem, also das Preamp, ist hier oben in der Klampfe drin. Daher habe ich die jetzt hier hochgemacht. Dann brauche ich nicht immer so komisch nach unten gucken. Und ich kann es jetzt so ein bisschen mal erklären. Fangen wir mal mit dem einfachsten Part an, das ist der Lautstärkeregler. Volume steht dran, einfach maximal aufdrehen, maximal Lautstärke, drehst ihn zurück, hast du Ton aus. Völlig klar. Ne? Die nächste Nummer, die relativ easy zu erklären ist, ist der Tuner. Ne? Du hast einen Knopf, einfach draufdrücken, Tuner startet und dann hast du einen chromatischen Tuner. Das heißt, du hast ein A da stehen, B da stehen, C da stehen, E, F, G und eine Raute. Das zeigt dir natürlich an, dass du ein bisschen zu hoch bist. Und wenn du jetzt ein A spielst, dann sollte im besten Fall auch die A-LED leuchten und mit den zwei Pfeilen da oben drüber, das sind zwei rote Pfeile und ein grüner Punkt in der Mitte, damit zeigt dir das System an, ob du jetzt zu hoch oder zu niedrig bist, ne, vom Ton her. Und die LEDs leuchten auch unterschiedlich stark, das heißt, die können in der Helligkeit variieren und so kannst du sehr nah und sehr feinfühlig an das Ergebnis, was du halt eben auch haben möchtest. Das ist ein bisschen kleiner und ein bisschen unkomfortabler als jetzt beispielsweise bei Takamine, aber man muss auch einfach im Kopf haben, der Takamine Preamp, der ist einfach 7 so groß. Ne? Das ist ein kompletter Computer. Die können froh sein, dass sich Takamine-Gitarren so groß sind. Es wird wahrscheinlich der halbe Klotz unten noch durch Schallloch rausgucken. Das sind wirklich Riesendinger. Und hier ist natürlich ein deutlich kleineres System. Und ja, das haben sie ganz gut gemacht für die Größe, die der Preamp halt auch hat. Das nächste Ding, was relativ einfach erklärt ist, ist der Equalizer. Bass, Mitten und Höhen haben wir da. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Ja, wir haben jetzt am Anfang den ganz normalen Flat-Sound gehabt. Ne? Also keine irgendwelche Anpassung. Also Bässe, Mitten und Höhen waren auf 0. Genauso wie jetzt auch. Völlig klar. Wir machen jetzt mal Bass ganz hoch. Also ihr merkt schon, hat sich schon deutlich was verändert. Wir machen jetzt auch mal Bass ganz runter. Und weil es jetzt wahrscheinlich mega langweilig wäre, wenn ich euch mal ansage, was ich da tue, blende ich jetzt einfach ein, was ich da mache und lasst es einfach mal abspielen. Ja, Equalizer sind wir jetzt so einigermaßen mal durchgegangen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der bei dieser Gitarre sehr interessant ist und wo es jetzt schon ein bisschen komplizierter wird. Der hier eingebaute Preamp, also Fishman Aura Pro, gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Nämlich Nummer 1 ist diese Version, die du dir ganz normal kaufen kannst. Ne? Nehmen wir mal an, du hast eine Martin D28 als Beispiel und möchtest in diese Martin D28 diesen Fishman Aura Pro einbauen. Dann kaufst du dir das Ding, kostet irgendwas um die 700 Euro, also ist echt nicht billig das Ding, und baust das Ding ein und dann kannst du auf der Fishman-Seite ein Programm, eine Software runterladen mit voreingestellten, ich nenne es mal Presets. Die nennen das Images und damit kannst du die Gitarre in einen Simulationsmodus fahren. Stell dir das so vor, du hast eine Martin D28 als Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob die als Martin D28 auch wirklich in dem Programm drin ist, ne? Aber es war jetzt einfach nur als Beispiel. Und dann kannst du da auswählen, okay, ich möchte, dass
Image 1, so klingt wie eine Martin D28 mit Shure SM57 Mikrofon. Nur als Beispiel. Image 2 mit einem Neumann Mikrofon. Ne? Also dieses Ding, ne? Die haben quasi die Presets, so nennen wir es, Presets auf die Gitarre, die du speziell hast, angepasst. Ich glaube, ist soweit verständlich. Ne? Du kannst dann mit so einer Software über einen USB-Anschluss, und über den kommst du übrigens dran, wenn du das Ding hier aufklappst, ist bei diesem System jetzt hier nicht so, ne? Weil das ist Version 2, komme ich gleich zu. Du hast dann bei dem gekauften System hier einen USB-Anschluss dran, damit kannst du das Ding mit dem Rechner verbinden und kannst dann deine Presets, oder die sagen Images, auf diesen Preamp laden. In diesem Fall hier, in diesem speziellen Fall, ist es anders, weil das Teil kommt eingebaut mit der Gitarre ausgeliefert. Und da haben Gibson und Fishman zusammengearbeitet und haben die Presets hier schon drauf gespielt. Mit anderen Worten, du brauchst den USB-Anschluss gar nicht. Nachteil ist, ich habe im Netz nichts gefunden, was jetzt Image 1, 2, 3, 4 ist, weil du hast 4 Images drauf, wo du halt verschiedene Soundprofile abrufen kannst, die die Gitarre natürlicher klingen lassen sollen als der eingebaute Piezo-Pickup. Und da setzen wir jetzt an. Ich schalte die einzelnen Images jetzt mal durch. Ich kann euch allerdings wirklich nicht sagen, was das sein soll, was für ein Mikrofon da vorstehen soll, was für eine Entfernung, keine Ahnung. Aber ich kann euch zumindest die Sounds mal zeigen, die hier so drauf sind, wenn man es so nennen kann. Dazu ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass wir den Image-Sound jetzt auch anwählen. Und da haben wir den Blendregler. Den drehen wir einfach auf Image. Wir fangen jetzt einfach mal bei Image 1 an. Und gucken mal, wie das so klingt. Equalizer ist komplett flat, also da ist nichts dran geregelt. Und wir schauen mal, was da für ein Sound so rauskommt. Jetzt kommt Image 2. Image 3. Und zum Schluss Image 4. So, das ist aber auch nicht alles. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit mit diesem Blendregler, ihr werdet es euch schon gedacht haben, kann man nämlich den Image und den Pickup-Sound miteinander mischen. Ja, das heißt, wir drehen den Blendregler jetzt mal auf so 12 Uhr Stellung, dann haben wir ziemlich genau die Mitte und machen das ganze Spielchen jetzt rückwärts und schauen mal, was da für Sounds rauskommen. Image 3. Image 2. Und Image 1. Jetzt geht es allerdings noch ein Schrittchen weiter. Wir haben jetzt also nicht nur die Möglichkeit, den Image-Sound und den Pickup-Sound miteinander zu mischen durch den Blendregler, sondern wir können auch mit dem Play- bzw. Edit-Schalter, der hier ist, also einfach nur ein Hoch- und Runter-Schalter, da haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Sounds auch noch mit dem Equalizer unterschiedlich voneinander anzupassen. Ja? Und das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt einen ganz normalen Flat Equalizer und Pickup haben wir jetzt gewählt. Warte, ich mache mal kurz Drop D. Ja, sollte einigermaßen passen. Das heißt, wir haben jetzt einfach einen Flat Sound. Und jetzt regle ich einfach mal den Bass hoch und runter. Dann sollte auf jeden Fall sich irgendwas tun.
Okay, ist klar, ne? Hat sich auf jeden Fall eine Menge getan. Der Punkt ist, wenn ich den jetzt hochregel und ich jetzt auf Image gehe, das heißt, ich drehe den jetzt komplett auf Image, habe ich hier den ganz normalen Image-Sound. Ich kann aber jetzt noch sagen, ich möchte den Image-Sound verändern, indem ich den Edit-Schalter nach unten packe. Dann leuchtet eine rote LED, nämlich die vom Stimmgerät. Und ich mache jetzt da einfach die Höhen hoch. Ne? Oder runter. So, und jetzt kann ich die beiden auch noch mischen, indem ich den Blendregler wieder auf 12 Uhr Stellung schiebe. Und habe jetzt die beiden miteinander gemischt und kann so Equalizer für den Pickup und Equalizer für den Image-Sound unterschiedlich voneinander anpassen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass da hast man natürlich ohne Ende Variationsmöglichkeiten. Du kannst also nicht nur Pickup und Image-Sound miteinander mischen, sondern du kannst auch unterschiedliche Equalizer-Profile auf die Sounds legen. Und das stelle ich mir sehr, sehr geil für Live-Geschichten vor, weil bei Live, das ist der Einsatz. Ne? Also im Studio machst du vielleicht eher mit Mikrofon. Ich kenne es von hier, ne? Also ich nehme hier immer mit Mikrofon auf. Aber in der Regel nutze ich so eine Klampfe immer oben. Deswegen ist es für mich sehr schwer, mich erstmal da reinzufuchsen. Dennoch kann ich mir vorstellen, für Live-Geschichten mega geil, weil du deinen Sound so perfekt anpassen kannst. Da ist es mit Mikrofon sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr tolle Geschichte und gibt dir sehr viel Spielraum, um deinen persönlichen Sound anzupassen. Ja, Anti-Feedback-Knopf und Phase-Knopf lassen wir jetzt hier mal außen vor. Es ging jetzt hier eher um die kurze Erläuterung der Funktion Image bzw. Pickup und dass man das so unterschiedlich voneinander regeln kann. Und ich hoffe, es ist einigermaßen angekommen. Damit sind wir dann auch schon hiermit durch. Erstmal mit dem Preamp und vor allem auch mit der Videoreihe zur Gibson J185 EC Rosewood. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten dabei seid. Haut da rein. Abgehen. Ciao.